Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Und jetzt muss ich erstmal gucken, was wir alles so haben, wie wir am besten auspacken, ne? Guck mal hier, zweiter Dosenöffner, kommt hier mein Werkzeug rein. So, ja, wieder umgewöhnen. Die hätten wir gar nicht mitschleppen brauchen. Hatten wir noch was Werkzeugiges? Ich weiß es nicht. Nö, sieht gut aus. Zurück! Ab an den Spind und die Klamotte ausgepackt. Da hatten wir wieder ein bisschen, wa? Und so, und so, und so. So, nämlich. Sehr, sehr gut. Haben wir das auch. Müssen wir hier... Da müssen wir auf jeden Fall auch noch auspacken. Packen sie aus! Zweites Stockwerk. Huch. Huch! Wer hat denn das sortiert? Sind wir hier ganz oben drin? Ah ja, die Hagebutten. Jetzt muss ich hier... Warte. Ich kenne so schlecht... das ist wieder das dritte Stockwerk. Ich kenne die Übergänge so schlecht. So, hier. Voll bis oben hin. Dort. Dann kommt hier noch Essen rein zu dem neuen Dosenöffner. Zu einem der neueren Dosenöffner. Spitzenpfirsiche, Schweinfly. Tomatensüppchen. Und ich glaube, das war's. Achso, nee, Hundefutter. Hier. Hühnerfutter. So, Getränke dürfte immer noch. Huch. Mann. Ich sehe das wirklich nicht. Ich sehe das auch immer wieder in den Videos, dass es im Video ein bisschen heller ist als hier bei mir. Also nicht wundern, wenn ich sage, ich sehe hier nichts und ihr seht aber was. Das liegt nicht daran, dass ich doof oder blind bin. Das liegt daran, dass es hier wirklich, 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 wirklich ein bisschen dunkler ist als bei euch. Wir können alle weg. Do it. So, 0,25 Liter. Wie viel haben wir da drin hier? Kriegen wir hier nicht angezeigt? Lalalala, Sturmlaterne, Sturmlaterne. Aktionen. Auch für den. Gluxi, Gluxi. Sehr, sehr schön. Achso, Cracker ist immer eine... Also wirklich, Leute. Da habe ich ja jetzt... Achso, wisst ihr, was wir machen können? Können wir... Bevor es verdirbt jetzt, ne? Können wir uns mal hier ein bisschen von Wolfsfleisch ernähren? Machen wir mal da drin. Obwohl, wartet mal. 11 Stunden Tageslicht. Ich hab's mir nochmal anders überlegt. Legen das Wolfsfleisch da wieder rein. Noch ist es nicht verdorben. Noch haben wir Chancen. Wir nehmen aber. Nehmen die Cracker aber mal mit. Haben noch 11 Stunden Tageslicht, da können wir Sachen anstellen. Zeig mal ja immer noch 23 Kilo. Was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen? Wisst ihr, was wir auch machen können? Wir können mal diesen Schlafsack hier nehmen und unsere beiden Schlafsäcke in den mittleren Spind stecken. Einfach, weil kostet ein Kilo, ne? Und brauchen wir im Moment nicht. So weite Ausflüge machen wir nicht. Wenn wir hier wieder abhauen, dann können wir dann... Also dann, Leute, sage ich euch. Und mit unserem einen Pfeil werde ich eh nicht Bogen schießen im Moment. Gut, der wiegt jetzt auch so viel nicht, aber jedes Kilochen zählt, nicht wahr? Jedes Kilochen zählt. Ein bisschen, bisschen so, bisschen da. Ach, die beiden Bücher brauchen wir auch nicht. Die kommen hier mit rein. Schwupp, schwupp. Schon sind wir nur noch bei 20 Kilo und gehen hier raus. Rau es. Gehen wir direkt weiter. Aber wohin? Wollen wir eigentlich, wa? So, hier sieht's gut aus. Hier sieht's gut aus. Ganz schön frisch, aber... Gibt kein schlechtes Wetter, gibt nur schlechte Kleidung. Hab ich mal gehört. Hab ich mir mal sagen lassen. Können ja ein bisschen sprinten auch, ne? Huch. Oh, jetzt wird's doch schlechtes Wetter. Na, geht. Oh, jetzt standen wir auch gerade windgeschützt, ne? So, jetzt ist windgeschützt weg. Eieiei.
Das ist frisch. Das ist ganz schön frisch, Leute. So gute Kleidung haben wir dann nun doch noch nicht. Wo ist denn hier? Ist jetzt der Wind geschützt? Ja. Wo ist denn hier? Hier sollte doch. Warum ist denn hier kein? Was ist denn das? Ausgebrannte Fackel. Immer lassen wir die hier liegen. Wo ist denn die Insel? Sehe ich natürlich jetzt extrem gut. Habe mir wieder das perfekte Wetter ausgesucht für sowas. Dann lassen wir das lieber mit der Insel suchen jetzt. Über den... Oh. Jetzt wird es aber richtig... Oh. Jetzt wird es... Nee, wir hauen wieder ab. Nee, Leute. Manchmal muss man auch wissen, wann das Wetter gewonnen hat. Haben wir hier noch was? Kommen wir nicht lang. Können wir noch ein paar Stöcker sammeln hier. Ach so, mit kaputt machen? Nein. Mit kaputt machen nicht. Huch, wo ist denn jetzt... Aha, oh, pfuh. Da dachte ich jetzt, ich finde zu Hause nicht wieder. Zeig mal her. Boah. Nee, Leute, dann machen wir das, was ich doch vorhatte eigentlich, wo ich aber dachte, na, wir haben ja noch den ganzen Tag Zeit, können wir lieber noch andere Sachen machen, machen wir nicht. Wir stellen uns jetzt hier hin und machen die Sachen. Passt mal auf, was sagt denn der Hunger? Geht noch. Boah, saukalt, ey. Richtig saukalt. Gut, dann wird's jetzt langweilig, weil wir machen hier Stiefel kaputt. Stiefel und Schuhe machen wir kaputt, weil wir total auf das Leder abfahren, was die dabei haben. In großem Stile. Und wir fangen einfach direkt an erstmal, weil noch geht es uns ganz gut. Brauchen wir noch nicht, dauert halt 1,5 Stunden. So werden wir den Tag jetzt rumbringen. Also umbringen, den Tag. Stirb, Tag, stirb! Den langsamen Tod eines jeden Tages. So, jetzt haben wir auch schon wieder Durst. Können wir schön hier trinken. Gluxi, gluxi, bedenkenlos konnten wir dieses Wasser trinken. Wobei ich da immer noch nicht ganz konform mitgehe, mit dem ganzen bedenkenlos. Weil das meiste Wasser kommt ja wirklich aus der Toilette. Ne? Das ist, was? Eingetrocknetes Leder nur? Na gut. Hilft ja alles nicht. Zeig mal den Hunger jetzt. Ach, ist noch, ist noch. Einmal Schuhe geht noch. Einmal geht noch. Einmal geht noch kaputt. Wollen wir direkt die dicken machen hier einmal? Auch nur ein Leder, komisch. Ich hätte gedacht, die geben vielleicht ein bisschen mehr, die dicken. Ja, wenn die normalen Schuhe jetzt auch... Die geben 2 Leder. Hä? Ach so, na gut. Kann natürlich sein hier, wenn wir mal genau gucken. Die sind natürlich zu großen Teilen mit Filz. Steht ja auch da. Wasserdichte Außenschicht und so. Die haben wahrscheinlich nur Leder auf der Sohle so ein bisschen. Und die sind halt komplett aus Leder, die Schuhe. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt sind es nochmal... Jetzt 1 Stunde Tageslicht. Ich glaube, jetzt müssen wir mal dringend essen. Ja, verhältnismäßig dringend. Erstmal trinken wir noch einen Schluck. Trinken. So, 1,5 Literchen haben wir noch übrig. Und dann... Momentchen, Popentchen. Hier. Wir nehmen ein Buch und... Wie nehmen wir? 10 erstmal? Nehmen wir. 10. Und jetzt muss ich... Ich sehe das nicht. Ich sehe nichts, meine Lieben. So, da. 2. Stockwerk. Da wollen wir ran. Und her mit dem Wolfsfleisch. Give it here, Party People. Jetzt sind wir überladen. Na, supi. Hast du ja wieder hervorragend hingekriegt, Herr Finn. Na und? Dafür sehe ich besser aus. Ha. Und jetzt schlemmen wir gleich Wolfsfleisch. Und werden davon groß und stark und mächtig und toll und schön. Und wölfisch und behaart und Mann.
Feuertonne, Brennstoff hinzu. Eine und eine Dreiviertelstunde sollten wir auf jeden Fall, ne? Ja, gucken wir. Kochri, kochri, brati, brati, kochri, kochri. Kochri, kochri, brati, brati, kochri, kochri. Das Wolfsfleisch muss gut durch sein, denn wir haben keine Servietten. Ja, Leute, wenn wir jetzt das so schön medium machen würden, das Wolfsfleisch, hätten wir natürlich das Problem, dass es überall hintropft und alles. Und wir haben keine Teller, keine Servietten. Müssten wir uns wieder die Finger abschlecken und irgendwie dann in dem Becken drüben an der Werkbank mit dem unsicheren Wasser abwischen. Das wäre nicht so cool, glaube ich. Na, geht sich das aus? Sollte sich ausgehen, ne? Sehr schön. Haben wir auf die Minute quasi genau all unser Wolfsfleisch hier braten können. Sehr, sehr gut. Und jetzt ergötzen wir uns an dem Wolfsfleisch mit ganz, ganz vielen Kalorien. Und werden ein richtiger Fleischfresser. Fleischfresser. So. Sehr, sehr gut. 1900, das reicht noch nicht. Für nochmal ein Stück Wolf essen. Puck, aua, ah. So, mir ist Schienbein angeschlagen. Karton, Metallregal. Metallregal, Feuertonne. Da musst du, da ist das Bett. Seht ihr? Wusste ich. Das wusste ich. Ah, gut, ist ja auch nichts dabei, ne? Bei so einem Wetter, wenn man so ausgestattet ist wie wir, einfach schön zu Hause sitzen, Sachen machen. Ist, glaube ich, ganz guter Plan, ne? Also, ja. Endziel ist ja in diesem Spiel immer noch, so lange wie möglich durchzuhalten. Und dabei hilft einfach zu Hause sitzen, Sachen machen. Und das frische Fleisch essen, alles, was man besitzt, weil wenn man erst die anderen Sachen isst, dann ist irgendwann das Fleisch kaputt. Und dann kann man es nicht mehr essen. Und dann weint man wieder, weil man kein Essen hat. Und Leute, so läuft das dann. Oh, da wird was übrig bleiben, ne? Ja, dann bleibt was übrig. 200 Kalorien. Krass. Okay. Durst, ne? Durst. Trink es. Wunderschön. So, noch eine Stunde Dunkelheit. Wir können weiterarbeiten. Mach die Schuhe kaputt. Töte sie. Womit macht man das jetzt eigentlich? Ich konnte ja gar nichts aussuchen. Ob mit Messer oder mit der Bügelsäge oder vielleicht huch, macht man ja mit dem Dosenöffner kaputt. Lalalalalala. Wir hatten doch eine zweite Materialienschublade angefangen, ne? Hier zum Beispiel. Oh, Verzeihung. Da, 11 Leder. Schön. Alle. Wo andererseits, zeigt mal her. Können wir eigentlich schon, wa? Gib mal ruhig zwei wieder her. Zwei. Dankeschön. Sehr nett, Herr Spiel. Und die können wir nicht reparieren, weil es fehlt Stoff. Okay. Werkbank. Schublade, da ist sie doch. Eben war sie doch noch hier. Da, warte. Da, Schublade. Gib einen Stoff her. Hier haben wir auch schon Leder. Och, wenn wir Leder haben wir aber gut jetzt, ne? Aktionen reparieren, Aktionen. Do it mit. Ja, mit dem angefangenen Nähset, wa? Reparaturfähigkeit auf 82 erhöht und wir haben 100% Stiefel. 100%. Wollen wir vielleicht, wollen wir eigentlich, wa? Gib mal noch mehr Stoff her, ruhig. Gib mal alles her. Alle umlagern. So. Dann machen wir, wenn wir eh schon dabei sind, können wir hier die ziemlich kaputten Sachen, nämlich können wir die schön direkt machen. Unseren Wollschlüppi und unseren Pulli. Guck mal, schön. Ja, schön. Ja, fein. Ja, gut. Ja, super. Ja. Ja, wundervoll. Oh, wie ist das schön. So, jetzt können wir den Kram wieder weglegen. Material. Leckstoff.
Und ein Leder. Schön. Ah, seht ihr, wir haben noch 7 Holz dabei. Ah, jetzt sieht man auch wieder Sachen. Das finde ich lobenswert, dass wir wieder Sachen sehen. So, pack die 7 Holz darüber. Schon sind wir bei unter 20 Kilo. Wie weit sind unsere Därme eigentlich? 80%. Haben wir bald. Haben wir bald. Durst haben wir jetzt. Jetzt ist Durstigzeit. So, essen wir hier noch das restliche Wolfsfleisch. Und trinken eine Soda, glaube ich. Nee, wir trinken Trinkwasser. Wie gesagt, die Sodas sind für schlechte Zeiten. Und dann gucken wir mal, ob heute das Wetter besser ist. Weil gestern war ja nicht so schön. Mussten wir ja den ganzen Tag drinnen verbringen. Und dann die ganze Nacht durchschlafen. Und Sachen reparieren. So. Wesentlich schöner. Ach, schön. Schön. Ah. Und auch gar nicht so schlechte Sicht. Dass wir vielleicht auch sehen, wo wir hin möchten. Mist. Den hätten wir auch mal sehen sollen. Komm her. Komm her, du. Nimm dies. Du Schurke. Du dreckige Schüft. Nun, Frage ist nur, wo ist jetzt die Insel? Die war doch hier immer. Oder ist die weiter nach da, oder? Da ist auf jeden Fall noch so ein Dingshaus. Ein Anglerhüt. Da ist doch die Insel. Ist die das? Sieht ein bisschen groß aus, oder? Jetzt habe ich uns erschöpft. Toll. Ganz klasse. Habe ich wieder super hingekriegt, wa? Lal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 a. Aha, seht ihr? Da ist es doch. Ist doch alles richtig. Oh, was nicht so richtig ist, ist, dass da ein Bär ist. Das war nicht der Plan. Hau ab da. Und es könnte sogar sein, dass das da ist, wo man da hochkommt nur, ne? Wie unangenehm. Huch, das ist ein Wolf. Der hat sich versteckt. Im Stein hat er sich versteckt. Hau ab, du Tier. Ich liebe die Fackel sehr. Ich für ein Fackelfan bin, ne? Wir wollen da trotzdem lang. Aber solange der Bär in die andere Richtung geht, ist ja gut. Dann können wir uns hier gleich hochschleichen. Jetzt rennt der Wolf dann natürlich hin. Ist erstmal kein Problem, aber die Fackel macht es nicht mehr ewig. Ne, hier kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Das wird zu steil sein, oder? Oder. Nein. Wusste ich. Der sieht's umgedreht? Nee, ist noch sein Pürchen, wa? Ist noch sein Pürchen. Schön mutig, wa? Der ist ganz schön groß, der Bär. Der ist ja eben noch so schön. Was denn hier? Aha! Aha. Jetzt wissen wir auch, wo der wohnt, der Bär. Gut, dass der gerade nicht zu Hause ist. Wir haben ja voll reingelatscht. Hallo, hätten wir gesagt. Und der Bär hätte gesagt, ey, kannst du ja nicht einfach reinkommen. Ich dusche gerade. Ach komm, mach dir nicht lächerlich. Noch einer. Hier ist ja was los. Hau ab. Ich glaube, das war die lohnenswerteste Fackel, die wir jemals hatten. Schön. Sehr, sehr gut. Ah, Bartflechte finde ich auch gut. Bartflechte des Todes. Warum nur eine? Finde ich nicht so gut. Hier noch? Klingt, als würde der irgendwo festhängen, der Wolf. Haus des Menschenfeinds. Des Menschenfeinds? Oh weh. Bartflechte. Hoffentlich ist der nicht zu Hause. Nicht, dass der uns noch isst.
Yum, 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 sagt. Guck mal, lecker Diana. Mm, yum, 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 sagt er. Wo ich doch Menschen so hasse, esse ich die total gerne. Komm doch rein, süße kleine Diana. Setz dich hier schön dicht an den Ofen. Zeig doch mal deinen kleinen Finger, ob du auch schön fett geworden bist. Dann sage ich, nein, mein Atem riecht nur zufällig gerade nach 6 Kilo Wolfsfleisch. Das liegt an meinem neuen Mundspray. Sage ich dann. Und dann sagt er, na gut. Dann vielleicht nicht. Du siehst zwar schön dick aus, aber das werden die Jacken sein. Dann sage ich, ja, das sind die Jacken. Ich habe 3 Jacken an. Und deswegen gehe ich jetzt lieber? Ja, ja, geh mal lieber, wird er dann sagen. Und. Aber anstatt zu gehen, gehen wir dann noch sein Haus looten. Komplett. Jetzt nämlich. Und dann sind wir weg. Alle hopp. Alle hopp, sagte ich. Leb wohl, kleines Fackelchen. Eine sehr, sehr gute Fackel. Die beste Fackel ever. So, wie Haus an der Küste. Ich dachte, Haus des Menschenfeinds. Aber, meine Lieben. Ob der Menschenfeind zu Hause ist, ob er uns essen wird, was wir so finden, das erfahren wir leider erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play the Long Dark. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sag Tschüssli Müsli.